Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Star Road Retooled. Ja, 10 Jahre später sind wir wieder bei Star Road und diesmal beim Top of the Sunken Warship. Nicht wahr, Bobby? Danke, dass du König Bobomb besiegt hast, Mario. Mit der Stärke dieses zurückgeholten Powersterns sind wir vielleicht in der Lage, den Gegner endgültig zu schlagen. Ja, auf jeden Fall. Wenn der es mal nicht vollbringt, dieser Powerstern, dann weiß ich ja auch nicht. Ein Stern hat gereicht, ne? Mehr brauchen wir gar nicht. Und wir werden nun zum Top of the Sunken Warship fliegen. Also ich hatte jetzt damit gerechnet, dass ich gegen diesen Balken stoße und wieder zurückrutsche. Oder dass ich vielleicht irgendwie mich dran vorbeischieße. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich mich da durchschieße. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so schön, weil es wäre natürlich schöner, wenn dieser Balken mich auch irgendwie aufhalten würde. Dann wäre das alles ein bisschen schöner. So werde ich mich wahrscheinlich direkt auf den Stern drauf schießen müssen. Okay, also von der Höhe her war es okay, oder? Guck mal, das war ein bisschen zu neat. For Speed. Aber egal, wir haben den Stern. Hey, cool. Na also, so sollte es doch wirklich überhaupt kein Problem sein, den 4-Sterne-Schnitt zu halten. Naja, zumindest den 3-Sterne-Schnitt. Komm, hier 4-Sterne-Schnitt. Jetzt werde ich aber cocky hier. Smash the Chain Chomps Rocks. Okay. Da haben wir den Chain Chomp. Chain Chomp Man 16. Okay, Rocks. Ah, ihr leckt mich doch am Arsch. Ich muss hier raus. Ich hab gedacht, das mache ich wundervoll, ne? Was mache ich denn? Also, dass er mich jetzt jedes Mal erwischt, es ist ja nicht so, dass ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen und bekämpft hätte. Also, ja. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, guck mal. Z to change aspect, use D-Pad to change. Das ist sehr schön. Hat der Bobo einfach den Kumpel in die Luft gejagt. Das ist so geil. Das ist jetzt schon die beste Szene des gesamten Let's Plays. Besser wird's ab hier nicht mehr. Wow. Und er hat mich nicht gekriegt. Oh, er hat mich wieder nicht gekriegt. Ich krieg mich gerade nicht ein, es tut mir leid. Ich würde jetzt wirklich einfach gerne nochmal weiterkommen. Ich krieg mich gerade nicht ein. Das ist zu gut. Oh nee. Das kam so unerwartet. Das war ein erhabener Moment. Vanishing Dive in the Cage. Und dann haben wir das erste Level schon. Können wir gar nicht. Wir haben keine Vanish-Oxy-Action-Kappe. Mama mia. Ich wollte doch nur aus dem Kurs raus. Wieso wird hier so getan, als wäre ich... Na egal, 5 Sterne? Warum haben wir irgendwas mit weniger Sternen? 10 Sterne, 5 Sterne. Was ist denn hier los? Was wollt ihr denn alle von mir? Eieieiei, das war ein hoher Sterneschnitt, der hier verlangt wird. Ich habe das Gefühl, das kenne ich noch irgendwoher. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist nicht Kurs 2. Tatsächlich ist es Kurs 5. Big Boost Tower. Also so ein bisschen reihenfolgemäßig sollten wir schon vorgehen, oder? Ich will doch nur das Level verlassen. Jetzt tut doch nicht so, als wäre ich hier gestorben. Was ist das denn? Weißt du, am Ende macht hier doch jemand einen Death Counter, ja? Und dann zählt das hier irgendwie. Hier war Kurs 2, genau. The Womp Kings Return. Lauter Könige kehren zurück. Das ist doch einfach wunderschön. Und ich kann mal wieder direkt den Münzenstern zuerst holen, hä? So, zack. Sehr schön.
Machen wir. Ich meine, wir haben ja schon immerhin wieder 2 geholt, ne? Also 3-Sterne-Schnitt ist ja jetzt schon wieder gesichert, tatsächlich. Mehr brauche ich also eigentlich für den Part gar nicht machen, ne? Wenn ich jetzt sage, ganz gemütlich will ich nur meinen 3-Sterne-Schnitt sichern, dann haben wir das jetzt schon hinter uns. Komm, stirb. Ah, scheiße. Ja, das war nicht souverän, ich weiß. Und yeah. So, hier muss ich aber... Jetzt kommen schon wieder lauter Sprünge, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Weil, nochmal, ich bin safe stateless unterwegs. Zumindest so lange, bis es überhaupt nicht mehr geht. Und, da gibt es durchaus den ein oder anderen Kurs, der mir da noch ein bisschen Sorgen macht. Hier sollte es aber noch nicht so weit sein. Aha, trotzdem muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, was ich hier mache, weil... Ich kenne mich. Na, eine vorsichtige, eine gemütliche Spielweise hat ja auch den Nachteil, dass man, ja, auch manchmal einfach nicht genug Speed hat, um irgendwelche heftigen Sprungpassagen zu überstehen oder so. Manche machen, ich finde das ja so beeindruckend, wie manche das einfach aus dem Momentum heraus irgendwie machen, da diese ganzen Sprungpassagen. Und ich hock da und versuche irgendwie jeden Stein irgendwie einzeln zu erklimmen. Ach, scheiße, gegen dich darf ich noch nicht kämpfen. Ich will ja erst die 100 Münzen. Ne? Da machen wir mal eine kleine Tradition draus. Es sei denn, ich verkacke jetzt. Da machen wir da keine Tradition draus. Die Tradition des Verkackens ist für mich vielleicht auch sowieso die bessere Tradition, oder? Steh wieder auf. Komm, Freundchen. Das geht doch so nicht. Du kannst dich nicht so hängen lassen. Ah! Ach, scheiße. Ja, es geht besser. Ich weiß das. Ich glaube, ich weiß das. Ich weiß das, Leute. Es ist auch alles gut. So, ja, komm. Ja. Ich habe Mario 64 schon mal gespielt, tatsächlich. Warum? Du denn für eine Hackfresse? Wieso stirbst du nicht? Nochmal. Das war bestimmt ein Fehler. Komm, so, hier, zack. Ja, wusste ich's doch. Was war das denn? Also, hallo, jetzt versucht mich aber hier Star Road Retooled hier zu verarschen, so ein bisschen. Was habt ihr denn genau retooled? Ihr habt dafür gesorgt, dass Bob-Obs irgendwelche Gumpas in die Luft jagen, aber ansonsten... Habt ihr noch nicht so besonders viel retooled? Nein, war Spaß. Alles gut. Ich mach nur Spaß. Es ist alles in Ordnung. Ja. Würde mich niemals über Modder lustig machen, die so viel Mühe und Arbeit in ein Projekt reingesteckt haben. Die es geschafft haben, einen wahren Klassiker noch zu verbessern. Ich bin gespannt. Hey, Bobby. Es ist so friedvoll, einfach hier zu sitzen... beim Teich und den Fischen beim Schwimmen zuzugucken. Ach ja. Ich war nicht immer nett zu den Fischen, ne? Haut mal ab. Echt mal. Weg mit euch! Ich mach euch platt, ihr verdammten Mistfische. Kommt her, jetzt wird der Mario euch mal zeigen, wo der Arme hängt. Das darf doch wohl nicht wahr sein, hier mich blöd anmachen vom Wasser aus. Jetzt seid ihr nicht mehr so groß, hä? Jetzt wo ich ins Wasser gesprungen bin, jetzt haut ihr auf einmal alle ab. Jetzt seid ihr auf einmal nicht mehr so mutig. Jawohl, ich zeig euch jetzt mal. Ich mach einen Fisch weg aus euch. Weiß ich doch. Ach, sehr schön. Wir sind auf 100 Münzenkurs. Oh Gott. Safe Stateless, ne? Das heißt, ich mach das jetzt ganz vorsichtig. Ja, das ist die beste Speedrun-Taktik. Nee, komm. Also, ich will euch ja viel zumuten, aber nein. Das Schlimme war damals, wo ich noch mein scheiß Gamepad hatte. So, 2010. Da musste ich das so machen, weil es wirklich nicht möglich war, irgendwie gerade zu laufen oder so. Weil einfach überhaupt keine sanften Bewegungen möglich waren.
mit dem Gamepad. Das war wirklich wie mit Tastatursteuerung. Ich find's immer noch erstaunlich, dass es Leute gibt, die das mit Tastatur spielen. Weil du halt einfach dich nicht so geschmeidig bewegen kannst. Und ich käme damit überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. So, das hätten wir. Den hätten wir eingesagt. Jetzt kann ich ein bisschen beruhigter hier die ganze Sache eingehen. Gut. Ein bisschen beruhigter und direkt danach. Weil das Spiel gerade so ein bisschen hängen geblieben ist. Da macht man sich immer ein bisschen Gedanken. Vielleicht mache ich mal, also auch wenn ich natürlich keine Save States nutzen möchte, ich mache jetzt hier einfach mal einen Sicherheits-Save State. Darf Ikusare den zählen? Nein, es zählen wie immer nur geladene Save States. So, okay. Wow, das war stark. Darf ich bitte meinen Sicherheits-Save State? Nein. Ich glaube, ich weiß, zu wem ich jetzt will. Oder? Wisst ihr auch, zu wem ich jetzt gehen will? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ist der Daumen oben, wird man nicht... Okay. Ja, was man alles von euch verlangt. Ihr sollt Kommentare schreiben. Ihr sollt das Video liken. Ihr sollt abonnieren. Ihr sollt die Glocke aktivieren. Und am besten noch Kanalmitglied werden. Es ist... Früher hätten wir uns über 5 Sterne auf YouTube gefreut. Ach, die Zeiten sind lang vorbei. Hey, du Kleppner, der den alten Wompkönig besiegt hat. Grrr. Aber er war nicht fit für einen König, habe ich, glaube ich, damals übersetzt. Ne? Jetzt die richtige Übersetzung wäre gewesen, er war nicht geeignet für einen König. Er war, ja, nichts anderes als eine lächerliche, wie sagt man, Stepping Stone ist doch... Stepping Stone ist ein Sprungbrett und keine Stolperfalle, genau. Stepping Stone. Er war lediglich ein Sprungbrett. Glaub ja nicht, dass wir auch so sind. We're a whole new slab. Wow, Alter. Slab, Kobbel. Jetzt muss ich aber mein ganzes Englischwissen hier bemühen. Was zur Hölle? Alternativ übersetze ich es einfach nicht. So. Dir ist schon klar, dass der alte König wenigstens hier keine Löcher in seiner Plattform hatte. Der konnte sich wenigstens noch ganze Plattformen leisten. Was bist du denn für einer? So, du warst auch nicht besonders gut. Ah, warum trittst du auf uns drauf, als wären wir gar nichts? Vielleicht wirst du eines Tages eine oder zwei Dinge lernen, wenn der Rest von uns Wumms auftaucht. Oh. Oh, hör bloß auf. Einer reicht doch, oder? Woohoo! Here we fucking go! Ja, genau. Lass Mario fluchen. Das ist immer gut. Sehr schön. 8 Sterne. 4 Sterne steht gesichert. Up and around the windmill. Windmill. Wo haben wir da die Windmill? Ah, ist das da oben? Da oben. Da oben ist der... Kamera hier. Da oben ist der Windmill. Habe ich eigentlich mit dem hier geredet? Warte mal, ich glaube, ich muss mir mal die Zeit nehmen, mit Bobby zu reden. Hier, komm. Ah, du schon wieder. Ich habe gesehen, wie du König Wump besiegt hast. Und dafür danke ich dir. Jedoch, sieht so aus, als war das nicht genug, sie an ihrem Plan zu hindern. Oder ihn an seinem Plan. Einige seiner Truppen sind aufgetaucht, aber... Hoffentlich werden wir in der Lage sein, sie alle rechtzeitig hier rauszutreiben. Zu vertreiben, wie auch immer. Ja, so. Dann tun wir das doch. Rauszutreiben, ja. Ach ja. Hey, Windmühle. Was haben wir denn hier? Na, da war ich vorhin, ne? Ah, ich glaube. Genau. Das wollte ich ja vorhin nicht machen, wegen meinen 100 Münzen. Okay,
Das gucken wir uns erstmal an. So. Na nee. Irgendjemand ist mir gerade gefolgt. Leider habe ich den. Das ist trotzdem vielen Dank. Ah. Oh, scheiße, was? Nein! Ah, nein! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeit habe. Mamma fucker! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeit habe. Aber es ist schön, wenn du erst zögerst und dann denkst, komm, ich probiere es jetzt doch. Aber selbst ich wäre ja auch nicht wieder zurückgekommen, ne? Ich musste ja eigentlich, musste ich es ja durchziehen. Warum ziehst du da nicht einfach schnell durch? Probier's wenigstens. Alter. Okay, gut. Aber das kriegen wir hin. Also da ist wirklich mehr als genug Zeit. Das ist fair. Star Road war sehr fair. So hatte ich es auch in der. Ey. Weitsprung. Weitsprung. Weitsprung ist dein Freund. Das bin übrigens nicht ich, der immer erst in die falsche Richtung läuft. Der justiert sich irgendwie nicht richtig. Also ich drücke schon in Richtung der Vase. So schlecht ist mein Orientierungssinn dann doch nicht. Ah, okay. A-Taps. 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 Ja, kurz was probieren. So. So. Wollte noch mal gucken, was hier noch mal ist. Okay, aber hier. Da hätte ich noch einen blauen Schalter gehabt. Das hätte mir natürlich vorher auch sehr helfen können. Ne? Hier brauche ich dann die Vanish Cap. Okay. Hier brauche ich Vanish Oxy Action. Yeah. Gut. Holen wir uns jetzt endlich diesen verdammten Stern. Jetzt versuche ich aber gerade hier meinen Schnitt zu versauen, oder? Au. So, komm, das geht ja mal gar nicht. Hab ja noch 3 Minuten, ne? Da kann ich ja locker noch 2 Sterne hoch. Och, Mann. Da kann ich ja locker noch einen halben Stern holen. Oh Gott, ey, ich hab's eben schon gedacht. So, jetzt aber schnell. Ah. Mamma mia. Er rennt wirklich dann immer erst in die falsche Richtung. Das ist voll interessant. Okay, jetzt aber wirklich. Jetzt, wenn es jetzt nicht klappt, dann jetzt. Na? Muss. Jetzt klappt's. Leute, habt Vertrauen. Es wird nicht immer der erste Sprung direkt schief gehen. Manchmal wird es vielleicht auch erst der zweite sein, okay? Ich verspreche es. Oh, Alter! Oh Gott, das reicht doch jetzt voll. Ah! Es hat echt geklappt! Aber souverän war das nicht. Souverän war das definitiv nicht. Oh Mann, ey. Wie auch das direkt schief gegangen wäre beinahe. Aber egal, geholt ist geholt. Das war nicht Up and Around the Windmill, aber es war zumindest irgendwas mit Windmill. Ich benenne die Mission einfach um irgendwas mit Windmill. Das ist ein guter Name, würde ich mal sagen. Was liegt denn? Ich habe 5 Sterne heute geholt, ja. Da kann ich, also da, wenn ich da nicht zufrieden bin, dann. Weiß ich auch nicht. So. Windmill. Das konnte, man konnte doch hier irgendwie. Ja, genau, wusste ich doch, hier war was. Ihr seht nichts mehr. Ich sehe immer noch nichts. Es ist immer schön, wenn man nichts sieht. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle. Ich erinnere mich an diese Stelle. Hopp, hopp, hopp. Ha. Ey, geil. So.
Ja, ne? Kamera. Ah! Scheiße. Rückwärtssalto wird nicht reichen. Aber ich könnte ja mal versuchen. Mit einem Weitsprung. Warte mal. So, hier mache ich mal. Ja! Weitsprung ist dein Freund. Wozu eigentlich? Es gibt doch hier keine Leben mehr. Ich brauche doch keine extra Leben mehr. Oh, war ja. Einmal um die Ecke springen, Lord. Aber dann mache ich einfach so. Ich scheiß aufs um die Ecke springen. Ich scheiß um die Ecke. Und dann hole ich diesen Stern. Und dann sage ich... Yes! 6 Sterne geholt heute. Wir kommen gut voran. Wow, ich brauche im nächsten Part keinen Stern holen, um den 3-Sterne-Schnitt zu sichern. Sehr schön. Okay. War das Abse Windmill Gedöns? Darf ich da bitte ran? Ich würde da gerne ran. Unsere nächste Mission lautet Behind the Closed Gate. Behind Blue Eyes. Okay. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.